Und damit herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Mit Malet habe ich schon gesprochen, aber letzte Nacht waren ja hier oben noch ein paar Leute. Mit denen will ich mal eine Runde quatschen. Was sagen die denn so? Ich lasse mich für niemanden einspannen. Weder vom König noch von dem fetten Ona. Ich kämpfe nur für mich selbst. Auch eine Möglichkeit. Hier draußen ist es in letzter Zeit immer gefährlicher geworden. Und die Feldräuber werden zu einer echten Plage. Warum macht ihr nichts dagegen? Hier draußen ist... Okay, sagen immer das Gleiche. Auf die Miliz ist kein Verlass, wir müssen uns selbst verteidigen. Okay, sie sagen doch nicht immer das Gleiche. Keine Ahnung. Feldräuber, die hatte ich doch schon in der zweiten Folge, glaube ich, in der Höhle. Zwei junge Feldräuber. So ein bisschen an die Minecrawler haben sie mich erinnert. Könnten aber auch große Insekten sein. Was vielleicht auch daran liegt, dass Minecrawler so ein bisschen wie große Insekten aussehen. Ich will an die Truhe, aber ich traue mich nicht. Ich will es mit euch nicht verscherzen. Hey, Hilda! Hey, du! Warte mal. Hä? Ich hab doch die Pfanne. Hey! Ich hab doch die Pfanne. Hast du was? Hier, nimm. Nee, warte mal, ich hab doch die Pfanne. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Ja, siehst du? Ich hätte dir gerade dein Geld im Voraus ausgelegt. Hier ist deine Pfanne. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Na bestimmt. Ich habe ja echt besorgt. Hast du was zu essen für mich? Du hattest heute schon deine Portion. Komm später wieder. Was? Ich hatte eine Portion. Hatte ich echt eine? Habe ich drauf geachtet? Ein Topf? Ja, kann sein. Kann sein, ja. Kann sein, vielleicht. Mhm, bestimmt. Gut, geht heute vielleicht die Bücherkommode? Nein. Enttäuschend. Dann hätte ich noch zwei weitere, glaube ich, oder? Da unten ist auf jeden Fall einer. Ne, das sind sogar zwei. Was hast du? Ah, ne, das ist der eine Bauer. Das ist noch ein Bauer. Gibt's hier nicht noch irgendwo einen... Ein Knecht oder so? Ich dachte, es gäbe ja noch eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Ich meinte nicht die Gegner hier oben. Na, komm her. Ist nur einer, hoffe ich. Ja, ist nur einer. Nichts zu plündern. Das war ja einfach. Irgendwie war das nicht der Rede wert. Ein Schlag. Meine Güte. Das war vielleicht ein kritischer Schlag. Das kann sein. Ja. Nee, aber ich dachte, es gäbe ja auf jeden Fall noch eine dritte Quest, die ich machen kann. Zumindest erinnere ich mich daran, dass ich für jemanden auf den Feldern was gemacht habe. Bei einem der letzten Male, wo ich es durchgespielt habe. Ich schaue einfach mal, ob ich hier nicht noch jemanden finde. Ah, guck mal, da sind drei. Ich kenne bisher nur zwei Bauern. Der da sieht anders aus als die anderen. Vino, guten Tag. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Ach Mist. Wenn du für Lobat als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobat erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Alles klar, hier, nimm. Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Ich glaube, den habe ich... Lobat wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Ich glaube, den Wein habe ich doch den Banditen abgenommen, oder? Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten?
Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Dein eigenes oder das nebenan in der anderen Liege in der Scheune? Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö. Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Alles klar. Gut, danke schön. Andererseits, die Stadt ist ja nicht so weit weg. Also ich frage mich, warum der dann in die Stadt kommt. Ist schon ein bisschen seltsam. Aber gut. Ist mir egal. Ich glaube, ich muss auch nur die eine Flasche Wein bringen. Ist ja nicht wie im ersten Teil. Das ist die Wasserträger-Quest. Hey. So, was hast du denn noch? Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Ne, okay, das hatte ich schon durch. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Marlet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Billiger wird sie nicht. Puh. Ja, komm. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Natürlich. Niemals. Und das meine ich in diesem Falle sogar ernst. Und hätte ich vorhin einfach bei der Truhe zugeschlagen, hätte ich die Rüstung jetzt schon. Grrr. Bauernkleidung 1. 2 Gold, Käse. Oh Moment. Sorry, aber weißt du was? Ich nehme mir 2 Äpfel und dafür lasse ich dir eine Fischsuppe da. Mhm. Guck mal, die ist genauso nahrhaft und macht sogar länger satt. Ist doch fair, oder? Weil die Äpfel, die steigern ja meine Stärke später. Die hätte ich gerne. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich könnte jetzt in die Stadt reingehen. Entweder natürlich mit dieser Rüstung, die ich tragen kann. Ich glaube, ich mache was. Ich gehe erstmal Richtung Stadt. Ich gehe mal Richtung Stadt. Und schau mal, was passiert. Denn zum Beispiel steht da hier auch noch einer rum. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, Schleimer. Du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Ja, warum nicht? Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, einen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen, habe ich recht? Ups, na klar. Wegen der Stadtwachen. Ja, schon eine Idee? Kräutersammler, nö. Bestechung, nö. Aber komm hier, nimm doch meine Bauernkleidung. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? Mann. 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Sieht überhaupt nicht aus wie Pirat, ne? So mit Säbel und Augenklappe und Bauernkleidung. Total überzeugend. Wir sind auch in der 3. Folge. Und da hinten habe ich gerade einen Feldräuber gesehen.
Ich würde sagen, den mache ich mal eben platt. Komm her. Oh, das vorhin war definitiv ein kritischer Treffer. Da ist nichts zu holen. Ja, da ist nichts zu holen. Leider kann ich die nicht ausnehmen. Noch nicht, wohlgemerkt. Noch nicht. Ach ja, ich habe ja noch Bein. Komm, ja, halt mal. Und ich bin schon Stufe 2, ne? Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich bin noch nicht in der Stadt und bin schon zweimal gelevelt. Finde ich gut. Ich werde jetzt mal hier abwarten, ob das funktioniert mit dem lieben Greg hier, mit dem Piraten. Mal schauen, was die Stadtwachen zu ihm sagen. Oder ob sie ihn einfach so durchlassen. Ja, super. Wäre ich damit mal rein, ne? Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Aha. Das heißt, wenn ich dir zeige, dass ich Geld habe, lässt du mich rein? Aber wisst ihr was? Das wird natürlich nicht klappen. Das könnte klappen, wenn ich genug habe von einem Büschel, weiß ich gerade nicht. Das glaube ich nicht. Das würde klappen, finde ich aber blöd. Es gibt mehrere Wege in die Stadt und mein Liebster... Ja, mein liebster Weg in die Stadt, den zeige ich euch jetzt. Denn alles, was ich bisher hier getan habe, das Auskundschaften, wie man in die Stadt kommt, die Bauernkleidung kriegen, das war alles nur Vorbereitung und Ablenkung. Es gibt einen meiner Lieblingswege. Es gibt den Lieblingsweg in die Stadt, den habe ich selber gefunden. Haha. Und ich habe auch ein bisschen danach gegoogelt, wie man in die Stadt reinkommt, habe mich schlau gemacht. Und diesen Weg, den habe ich nirgends gefunden, was mich ein bisschen überrascht hat. Weil ich dachte eigentlich, dass das nicht so abwegig sein kann. Aber gut. So, erstmal, hups, ist ja noch ein bisschen Zeug. Das würde ich gerne mitnehmen. Ich meine, hey, warum nicht? Kann man gebrauchen, bestimmt. Und zwar gibt es einen Weg an sämtlichen Wachen vorbei zum Hafen. Und den zeige ich euch jetzt. Zuerst hier hochklettern. Letzten Endes führt der Weg da unten durch den Wald durch. Allerdings hat ja der eine Bauer vorhin schon gesagt, dass da wohl ein Ork war und... Wölfe gibt es da bestimmt auch und ganz viele andere böse Gegner. Und deswegen will ich mich da jetzt gerade vor allem am Anfang eben nicht reintrauen. Das Problem ist halt, ich werde halt auch nicht gut werden, bevor ich in die Stadt komme. So gute Waffen, gute Rüstung und so ist halt nicht. Und deswegen brauche ich einen anderen Weg in die Stadt. Und der führt hierhin in diese Ecke, hier am besten speichern. Und dann gemütlich auf dem Felsen nach unten rutschen. Allerdings ist hier direkt nebenan ein Feuer mit einigen Goblins. Und vor denen habe ich gerade, also gegen die habe ich zumindest keine Chance. Und deswegen renne ich vor denen jetzt einfach weg, bis sie meine Spur verlieren. Einfach hier links am Felsen lang. Und ihr seht schon, da im Hintergrund ist ein Schiff mit Masten und so. Und hier links kann man auf den Felsen klettern. Und dann kann man hier weiter hochklettern. Und tada, das hier ist das Schiff der Paladine. Und jetzt einfach hier oben rumlaufen. Ich gebe zu, der Weg ist ein bisschen abenteuerlich. Aber er funktioniert. Sogar sehr gut. Allerdings ist es ein bisschen gefährlich. Also hier laufe ich absichtlich langsam, damit ich hier nicht runterrutsche. So, ist gut. An dieser Stelle speichere ich nochmal. Sicher ist sicher. Ja, damit genau das hier nicht passiert. Genau das da. Genau davor hatte ich Angst. ihr werdet auch gleich sehen, oder man hat es gerade, glaube ich, schon gesehen, rechts unterhalb von mir ist ja auch nochmal ein Weg. Und dahin kann man es erkennen, da ist eine Höhle. Da würde ich jetzt aber noch nicht hingehen. Ich vermute, das sind irgendwelche starken Gegner oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, da kommt man später im Spiel nochmal hin. Es sieht so aus, als wären da irgendwelche, weiß nicht, Händler oder so. Wobei, ein Händler mit seinem Wagen würde da eher nicht hin. Ich schätze mal eher, oder ich tippe eher auf Banditen, die einen Händlerkarren gestohlen haben. Und hier muss ich jetzt rüberspringen. Sehr schön. Und dann kann ich von etwa hier aus auf dieses Dach hüpfen. Zack. Und von hier aus mich gemütlich nach unten fallen lassen. Und damit bin ich in der Stadt. Yeah. ich könnte jetzt tatsächlich eine Runde schlafen. Aber nee, das lasse ich mal. Brauche ich da gerade nicht. So, und dann bin ich jetzt in die Stadt gekommen, ohne an den Wachen vorbeizugehen. Und warum ich das getan habe, na, das zeige ich auch gleich. Jetzt gehe ich erstmal zum Hafen rüber. Also das hier hinten ist eigentlich was, wo man erst später hinkommt. Wie gesagt, das ist das Schiff der Paladine. Ich könnte da jetzt hingehen, aber die würden mich nur blöd anmachen und wieder wegschicken. Ich schaue mich erstmal hier so ein bisschen gemütlich um. Da vorne ist die Stadt rechts von mir. Und wer bist du denn? Farim, hey! Hübsches Gesicht. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Das wäre blöd. gib mir all deine Fische. biete ich ihm Hilfe an, oder? Nee, komm, ich kann ihm selber helfen, oder? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der den guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Da habe ich dann schon meine erste Quest. Im neuen Spiel. Ja. Also die erste, so richtige Quest. Und das da ist der Hafen von Corinis. Willkommen in der Stadt, möchte ich sagen. Und wenn ihr glaubt, dass es hier ruckelt, ja, hier ruckelt es. Das ist immer so. Also ich habe noch nie Gothic 2 gespielt und es hat in der Stadt hier am Hafen nicht geruckelt. Das muss einfach so sein. Na, wer bist du? Ach, erzähl mir nicht so was. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Ist eine Überlegung wert, aber jetzt gerade noch nicht. Ich habe was anderes gehört. Ich will mich ja noch ein bisschen umschauen. Zum Beispiel... Ich werd verrückt, was machst du denn hier? Bist du bis hierher geschwommen? Das ist auch ein Weg, an den Stadttorwachen vorbeizukommen. Zum Beispiel gibt es hier noch einen anderen Kollegen aus der Gefangenschaftszeit. Laris! Hey Lars, alter Gauner, wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen, zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Du kannst dich doch noch an Lee erinnern, oder? Natürlich. Was? Moment. Lee? Du hast wohl eine Menge mitgemacht, was? Lee war der Anführer der Söldner im neuen Lager. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen, kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sich dafür durch. Das klingt mir nach einem fairen Deal eigentlich, ne? Würde dafür sprechen, ein Drachenjäger zu werden. Kannst du mir was beibringen? Gute Idee. Kannst du mir was beibringen? Klar.
Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Ja, verdammt. Bring mir was bei. Naja, wie gesagt, auch wenn ich Magier sein sollte, werde ich Stärke brauchen, um zu kämpfen. Das heißt, 10 Punkte in Stärke investieren ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Nee, ich glaube, da kann ich nicht so viel falsch machen. Gut, deine Stärke hat zugenommen. Da kann ich auf jeden Fall von profitieren, egal was ich nachher werde. Ich darf es halt nur nicht übertreiben jetzt am Anfang. Ja, ich werde immer noch ein bisschen interviewen. Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Ich werde schon einen Weg finden. Klar, wenn du dich bei den Bürgern einschmeicheln oder Laufbursche für die Miliz spielen willst. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Wie komme ich zum Hof des Großbauern? Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Osttor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Gut zu wissen. Erzähl mir mehr über die Söldner. Also wenn du noch so ein harter Junge bist wie damals, solltest du mit ihnen keine Probleme haben. Die meisten von ihnen sind Raufbolde. Und wer sich nicht durchsetzen kann, kommt auch nicht weit. Wenn du zart beseitet bist, hast du keine Chance, bei ihnen zu landen. Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Bin ich doch. Nur eben nicht auf dem Hof. Ich bin sozusagen unser Vorposten in der Stadt. Wir wollen ja schließlich nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Von welchem Schiff hast du geredet? Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Leuten wollen unbedingt hier weg. Aber das kann noch dauern. Warum? Das fragst du am besten Lee, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Gut zu wissen, dass du mich zum Großbauern bringen kannst. Ich glaube, darauf werde ich zurückkommen, wenn ich mich dann zumindest scheinbar den Söldnern anschließen möchte. Und beim nächsten Mal werden wir hier den Jack mal interviewen und fragen, was er so zu erzählen hat. Und danach werde ich mich noch ein bisschen am Hafen umschauen, vielleicht bei den Schiffbauern und mal gemütlich auf den Weg in Richtung Stadt machen. Die 500 Erfahrungspunkte, die ich am Anfang bekommen habe von Lares, das liegt ganz allein daran, dass ich eben nicht an den Wachen vorbei in die Stadt bin, sondern halt außenrum, abseits der Wachen. Und das war auch der Grund, warum ich hier tatsächlich diesen ungewöhnlichen Weg nehmen wollte. Jetzt aber erstmal ist die Folge zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.